Hi Leute, heute möchte ich meine Erfahrungen über 3 Jahre Rohkost mit dir teilen. Also, und zwar, ich mache jetzt 3 Jahre reine Rohkost. Gar nichts mehr gekochtes, vorher habe ich auch schon länger immer mehr Rohkost integriert und das Wichtige dabei eben auch, ich habe seit 7 Jahren, glaube ich, vegan gegessen, genau, und über 10 Jahre, elf Jahre ungefähr vegetarisch, und das Ganze ist ein Reinigungsweg. Ich habe das ja auch oft schon in anderen Videos gesagt, ich habe eine Playlist auf meinem Kanal, Rohkost Reinigungsweg, ich verlinke es mal oben in der Infobox und informiert euch da nochmal näher. Da gehe ich wirklich auf diesen Reinigungsweg ein. Und es gibt viele in der Rohkost, die die Rohkost nicht als Reinigungsweg sehen, sondern ja, dass sie denken, allein mit Rohkost ist schon alles getan. So, genau. Und weiterhin, alles, was ich jetzt in dem Video sage, sind meine Erfahrungen. Das heißt, glaub nichts davon. Aber mach auch nicht den Fehler und glaub, dass es nicht so ist. Das ist genau das Gleiche. Du machst eine Annahme. Du machst eine Annahme, eine Vermutung, dass es nicht so ist, wenn ich irgendwas sage. Oder kannst es nicht glauben. Du hast genau so eine Annahme gemacht und hast nicht die Eier, du hast nicht die Eier, dir einzugestehen, dass du keine Ahnung davon hast. Genau. Und das sind einfach nur meine Erfahrungen. Das ist wirklich die Erfahrung, die ich gemacht habe. Erfahrung ist ein Unterschied zu dem, dass man was logisch nachvollzogen hat. Und das ist genau der Punkt. Das war immer das, was ich machen wollte. Ich wollte etwas nicht logisch nachvollziehen, beziehungsweise wollte das erstmal logisch nachvollziehen. Aber etwas logisch nachzuvollziehen, auch wenn man eine Studie über irgendwas liest und da stehen ganz klar Fakten und Zahlen, das heißt trotzdem, dass es noch nicht in meiner Erfahrung ist. Erfahrung und Verstand, was logisch nachzuvollziehen, oder Glaube, damit wollte ich mich nicht zufrieden geben. Es ist eben so, wenn du ein Buch liest über Geige spielen, bist du deswegen morgen noch kein Profi-Geiger. Wenn du ein Buch über Volleyball, Basketball liest, deswegen kannst du kein Basketball spielen. Wenn du nicht selbst einen Ball in die Hand nimmst, selbst die Geige in die Hand nimmst, dann wirst du nie die Erfahrung machen. Und genau dazu möchte ich dich animieren, motivieren, inspirieren, dass du mal nachdenkst und es selber erfährst. Was bringt dir das, wenn jemand dir darüber erzählt, wie geil das ist, Achterbahn zu fahren? Es geht um die Erfahrung. Was bringt dir das, wenn dir jemand erzählt, wie lecker das Essen war? Du denkst dir, ja schön, danke, ich habe es nicht gegessen, ich habe es nicht erfahren. Und das ist genau der Punkt. Wenn du Gesundheit, wenn du gewisse Heilungen nie erfahren hast, dann wird es für dich nie eine Erfahrung sein, sondern es wird für dich immer nur eine Möglichkeit sein, aber du weißt es nicht und womöglich hast du nicht die Eier dazu, dir einzugestehen, dass du es nicht weißt. So, und das vorneweg vor dieses Video. Und jetzt möchte ich mal drauf eingehen, was sich alles verändert hat bei mir in der Rohkost. Ich habe da nämlich einiges aufgeschrieben und zwar ist es wirklich, es ist unglaublich viel gewesen. Vieles vergisst man dann wieder, was sich überhaupt verändert hat. Deswegen habe ich mir alles immer schön aufgeschrieben und habe es dann so mal zusammengesammelt jetzt, was sich überhaupt verändert hat. Weil irgendwann, wenn man mal wieder gesund ist, dann ist es irgendwann klar, in was für einem Zustand man vorher war. Auch wenn man denkt, auch wenn du jetzt denkst, oh, ich bin gesund. Gesundheit ist für mich nicht, Krücken zu haben. Gesundheit ist für mich nicht, ein Hörgerät zu haben, eine Brille zu haben. Das ist für mich keine Gesundheit. Und es ist für mich nicht gesund, wenn ich nicht glücklich bin. Wenn ich nicht glücklich bin, dann hat alles andere keinen Sinn. Wozu will ich denn leben, wenn ich nicht glücklich bin?
kann ich mich gleich ins Grab legen. So. Das ist der wichtigste Punkt. Das ist auch das, wohin die Rohkost geht. Dadurch kannst du glücklich werden. Das ist nur ein Mittel zum Zweck. Sollte nicht zum Selbstzweck werden und zu einer Geißel. Ist auch immer zu bedenken. So, und jetzt schaue ich mal auf meine schlaue Liste, was ich mir alles aufgeschrieben habe. Aber noch, genau, vorher noch einmal, Entschuldigung. Wenn sich was verändert hat, wie wenn du in einem Klassenzimmer hockst, die Luft wird langsam immer schlechter. Irgendwann kommt der Lehrer in der 6. Stunde rein und sagt, ey, wie ist denn die Luft hier? Total stickig. Dann machst du das Fenster auf und merkst erstmal, in was für einer Luft du gehockt hast. Und so kann es dir genauso mit deinem Leben gehen, mit deiner Gesundheit, mit deinem Glück, mit deiner Ernährung. Erst wenn du mal wieder was änderst, dann merkst du, was überhaupt Freude war. Wie du als Kind zum Beispiel gelebt hast. Als Kind musste man noch was machen, damit du unglücklich warst. Als Erwachsener jetzt, da muss man was machen, damit du überhaupt mal glücklich bist. Da muss irgendwas Tolles passieren, damit du überhaupt mal Freude erfährst. Als Kind war Freude dein normaler Grundzustand. Und das ist auch das, wohin sich's mit der Rohkost wieder entwickeln sollte. So. Und jetzt zu den Dingen, die sich verändert haben. Also Punkt 1, den ich mir aufgeschrieben habe, ist die Haltung. Ich hatte früher so, ja, Engelsflügel nennt sich das. Das heißt, die Muskeln oben auf der Schulter waren verkürzt. Und die an den Schulterblättern hinten am Rücken, die waren ja nicht richtig angespannt, eine Fehlhaltung einfach. Und deswegen haben auch die Schulterblätter so extrem rausgeschaut. Also sehr extrem. Deswegen nennt man das halt auch Engelsflügel. Und es hat sich enorm verbessert. Die Haltung hat sich total verändert. Auch durchs Barfußlaufen ist eine Sache, die man dabei noch mit erwähnen sollte. Barfußlaufen und auf dem Boden schlafen. Dann kann die Muskulatur einfach entspannen, das Skelett kann sich erholen nachts. Ja, das war der erste Punkt. Die, ja, Haltung, Schultern komplett verändert. Allgemein, die ganze Geometrie vom Körper bei mir hat sich verändert. Meine Haltung, früher, wenn ich mich in die Hocke hingehockt habe, wirklich, probiert es mal aus, wenn ihr euch hockt. Also in die Hocke geht mit den Füßen und ich meine Fersen auf den Boden gesetzt habe, hinten die Fersen, den Ballen auf den Boden gesetzt habe, dann bin ich immer nach unten hinten umgekippt. Das heißt, die Haltung war ganz anders. Meine Geometrie vom Körper war ganz anders. Jetzt gehe ich aufrechter, die Schulter haben sich verändert und jetzt kippe ich nicht mehr nach hinten um, wenn ich mich hinhocke. Nur so als Beispiel. So, und die ganze Geometrie, die ganze Symmetrie im Körper gleicht sich immer mehr aus. Also normalerweise, leider, so normal ist es eigentlich nicht, dass ein Körper extrem unsymmetrisch ist. Klar, heutzutage ist es normal, dass jeder Körper extrem unsymmetrisch ist. Allgemein wirst du eine Veränderung im Gesicht, in den Gesichtszügen merken. Weston Price hat es zum Beispiel in seinen Studien auch festgestellt, wo er die Zahngesundheit bei Naturvölkern untersucht hat. Die Gesichter, sobald ihre Naturkost verlassen haben, ihre natürliche und zu einer Zivilisationskost gekommen sind, haben sich die Gesichter verformt, deformiert. Und Extremfall sieht man natürlich bei behinderten Menschen, dass das Gesicht extremst verformt ist. Und das Gesicht, ja, gleicht sich wieder aus, wird wieder symmetrischer, der ganze Körper, die ganze Haltung. Ja, der Körper wird, ja, wie geschmiert läuft dann wieder alles, wie ohne Widerstand. Der Widerstand im Körper geht weg, alles bewegt sich leicht, locker. Da ist kein Kampf dabei. Das ist nicht wie eine Maschine, die total klackert, überall Spiel hat, schlecht verarbeitet ist, schlecht aufeinander abgestimmt. Nee, das ist wie eine hochpräzise Maschine, wird dein Körper wieder. Und alles bewegt sich leicht, locker, ohne Anstrengung. Du kannst so viel dich bewegen, wie du willst dann. Mit Leichtigkeit, locker. Dem ist praktisch kein Limit mehr gesetzt. Die Gelenke, das ist alles, ja, wie geschmiert. Es ist nicht mehr wie wenn sonst mein altes Leben, der Körper hat sich so angefühlt, wie wenn du dein Auto fährst ohne Öl. Es geht nicht lange gut.
Genau, so ist alles. Ja. Wohlig, fühlt sich gut an, perfekte Symmetrie. Und es geht immer weiter. Diese 3 Jahre, das ist bei mir, ich merke, das ist erst der Anfang. Es gleicht sich gerade noch so viel aus. Ich denke, das wird wirklich noch 2, 3 Jahre dauern bei mir, bis der Körper dann richtig, ja, wieder mal in einem guten, ursprünglichen Zustand ist. So, dann der nächste Punkt. Haut, ja. Viele, ja, auch Leute, die ich gecoacht habe und so weiter, oder Freunde, haben immer wieder erzählt, die Haut verbessert sich so enorm. Und das ist auch meine Erfahrung gewesen. Ich hatte zum Beispiel trockene Hautstellen im Winter, vor allem die Fingerknöchel, an den Schultern, oft Ellbogen. Genau, spröde Haut, teilweise dann aufgeplatzt oder die Lippe im Winter. Ja, hat geblutet, war unschön, hat nicht gut getan. Das ist praktisch schon bei der Umstellung auf vegan weggegangen. Genau. So, ja, also die Haut, genauso wenn ihr Akne habt, egal, Hautprobleme, stopft nicht mehr so ein Mist in euch rein, dann habt ihr keine Hautprobleme. Wenn du eine Creme drauf schmierst, es ist nur Symptombekämpfung, nach einer Zeit kommt die Akne wieder oder die Hautprobleme. Das ist wie wenn du an der Tankanzeige schraubst, wenn dein Tank leer ist, das bringt nichts. Das ist wie wenn du deine Fassade anmalst und dein Mauerwerk ist aber bröckelig. Da kommt irgendwann was durch. Die Ursache, die Grundursache, die Wurzel des Problems ist, dass du Dreck in dich hineinstopfst und der geht wieder durch die Haut raus. Wenn du nicht aufhörst, Dreck in dich hineinzuschaufeln, dann kannst du vielleicht mal die Tür kurz schließen und zudrücken mit einer Creme. Irgendwann kommt es wieder durch oder sucht sich ein anderes Ventil über eine andere Krankheit. Das ist keine Lösung und die Haut wird so schön. Ich habe meine Haut. Anfangs, mittlerweile ist es für mich normal, aber anfangs habe ich mich die ganze Zeit angefasst, so die Haut drüber gestreicht. Das ist wirklich dieses Hautgefühl, das muss man wieder erstmal kennenlernen. So, mittlerweile ist es wieder normal für mich. Ja, genau. Dann, Muttermale sind teilweise verschwunden komplett, beziehungsweise schwächer geworden, alle Muttermale, die vorher extrem dunkel waren, sind heller geworden, werden weicher, keine, ja, so verhärtete Hautstellen, ja, solche Blockaden in den Gliebahnen gehen weg, lösen sich auf, es wird alles weicher, die Haut wird weicher und elastischer, widerstandsfähiger, ich schneide mich nicht mehr so schnell, hat Ehret ja zum Beispiel auch Tests gemacht, Professor Arnold Ehret, könnt ihr auch nachlesen, habe ich Videos zu gemacht. Wenn ich irgendwo vorbeiratsche, am Gebüsch, irgendwo hängen bleibe, es ist so schwer, dass mal was in meine Haut eindringt mittlerweile. Die Blutung stoppt schneller, wenn ich Wunden habe. Die Wundheilung ist enorm viel schneller. Wäre so der nächste Punkt. Ja, genau, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, kleiner Zehennagel, der war bei mir immer eingerissen. Also ich weiß, ein Freund hat es auch mal erzählt, der kennt es auch. Am kleinen Zehennagel, dass das Randstück immer eingerissen war, mein ganzes Leben lang im Prinzip. Und jetzt so in den letzten 1, 2 Jahren hat sich das getan. Irgendwann ist mir aufgefallen, hey, der Zehennagel ist gar nicht mehr eingerissen. Und es war echt unangenehm, wenn der dann so eingerissen ist und noch so halb drangehangen war und du gehst irgendwie in den Schuh rein oder so. Und ja, die Zehen haben sich schön verbessert. Obendrauf waren auch immer so, ja, Verhärtungen, die sind wieder weggegangen. Diese Hornhautansammlung, die Hornhaut allgemein an den Füßen, ist zurückgegangen und die Haut ist da jetzt viel elastischer, widerstandsfähiger. Ich kann viel mehr barfuß laufen auf allen möglichen Sachen. Ich laufe auf Stein barfuß überall. Ich bin in Thailand 3 Monate, hatte ich keine Schuhe an so und bin nur überall barfuß gelaufen, ohne Probleme. Und ja, das normalisiert sich alles wieder. Genau. Also dieser eingerissene Zehennagel, dann die Augen. Ich hatte auch schon mal mit Silke Leopold ein Video drüber gemacht. Wenn ich mich dran denke, dann verlinke ich es oben in der Infobox. Ich hatte früher -2 Dioptrien. Mittlerweile, wenn ich komplett entspannt bin, sehe ich perfekt 0,0. Genau. Es ist nur noch so, es war anfangs so, dass es immer wieder geschwankt hat. So. Also wenn ich in Stresssituationen war, dann ist es am Anfang vielleicht auf 1,5 zurückgeschwankt vor 2, 3 Jahren. Dann nach einer Zeit ist es nur noch auf 1 zurückgeschwankt in Stresssituationen und mittlerweile, wenn ich unter Stress bin, dann schwankt es vielleicht auf 0,5 höchstens zurück.
Und jetzt ist es, wenn ich schlecht sehe, ein anderes Schlechtsehen, einfach nur weil oft noch bei den Augen einfach so viel entgiftet wird, dann ist es eher so ein Überlappen von den Bildern, das nicht richtig stimmt. Und vorher war es einfach ein unscharfes, schwammiges Sehen. Jetzt ist es eher durch die Entgiftung, wenn gerade nochmal was hochkommt bei mir, dass ich dann nochmal die Bilder nicht scharf übereinander sehe. Also die Bilder sind scharf, aber nicht richtig übereinander und deswegen, ja, kann ich gewisse Dinge dann nicht gut lesen manchmal, aber ich nehme die Sachen viel besser trotzdem wahr. Und brauche seitdem, ja, habe jetzt seit 3 Jahren keine Brille mehr, keine Kontaktlinsen mehr benutzt. Genau. Aber die Augen regenerieren sich immer noch. Ich werde dann ja demnächst mal einen Sehtest machen, genau, um mir das dann auch mal irgendwann bestätigen zu lassen. Aber, also für die Leute, die es interessiert, ich brauche diese Bestätigung für mich nicht. Genau. Ja, das waren so die Augen eben. Man fängt einfach wieder an, gut zu sehen. Augenübungen eben habe ich mit angefangen, kann ich eben auch empfehlen. Dr. Bates gibt es schöne Übungen. Googelt einfach mal Dr. Bates, der hat es in Grundschulen. Die Kurzsichtigkeit bei Kindern verbessert mit den Augenübungen damals. Ja, 80% der Kinder brauchten danach keine Brille mehr und so weiter. Schaut euch das einfach mal an, beziehungsweise probiert es selber aus. Weil, wie gesagt, am Anfang des Videos, es sollte in eure Erfahrung kommen, ansonsten ist es immer nur für euch ein Glaube. Dann die Zähne. Die Zähne haben sich bei mir verschoben, gerade geschoben mehr. Also gerade unten, das ist der Zahn, wo auch, wenn man das psychosomatisch dem ja, Organ zuordnet, der Zahn von der Niere, der hat sich bei mir wieder gerade gestellt mehr. Der war vorher viel schräger. Genau. Das hat sich verändert. Ja, was die Zähne eben anbelangt. Dann eben Ängste, Emotionen. Die Ängste verschwinden immer mehr. Wenn man Fleisch isst, tierische Produkte, diese ganze Folter, diese ganze Qual, die in den Tieren steckt, diese ganze Energie, gerade diese Stresshormone, ganz physisch, ganz physisch, ganz körperlich, was die Tiere da ausschütten, diese Stresshormone, die nimmt man auf. Und man isst im wahrsten Sinne des Wortes Stresshormone, Angst. Und dann landet man eben auch in der Lethargie, in der Angst, in der Depression, im Burnout, in was auch immer. All diese Krankheiten, die heutzutage ja schon völlig gängig sind. So. Und das ist eben verschwunden. Die Ängste gehen immer mehr weg. Mittlerweile sind nur noch so seltenst Ängste da. Und wenn nicht, kann ich die einfach beobachten. Ich bin nicht mehr so identifiziert damit. Und das ist eben der nächste Punkt, was eigentlich alles an diesen Punkten aushebelt. Das ist das Bewusstsein. Dein Glück. Du wirst einfach glücklich, wenn du gleichzeitig bereit bist, deine Glaubenssätze loszulassen und dich geistig weiterentwickelst. Du wirst einfach glücklich. Das ist ein Mittel, wodurch du deinen Körper reinigen kannst, deine Zellen reinigen kannst, von diesen ganzen Altlasten, von diesen ganzen Ängsten, Emotionen, die da noch drin gespeichert sind. Du wirst einfach glücklich dadurch, wenn du es richtig machst. Das sollte das Ziel sein. Und du wirst bewusst, du entwickelst ein ganz anderes Bewusstsein. Du denkst anders, alles ist so klar. Es ist nicht mehr alles so schwammig. Dir werden einige Dinge klar werden. Aber es bringt nichts, darüber viel zu erzählen. Das ist wie wenn ich einem Blinden über Farben erzähle. Wenn du nicht bereit bist, deine Augen zu öffnen, das auszuprobieren, dann kannst du es nicht erfahren, diesen Bewusstseinswandel. Das ist, ja, habe ich in vielen anderen Videos schon erwähnt. Schaut euch die mal an auf meinem Kanal einfach. Genau. Jo, dann nächster Punkt. Schweiß, Geruch geht enorm zurück. Also auch schon, wo ich vegan gegessen habe. Man stinkt praktisch nicht mehr, außer man entgiftet gerade irgendwas Altes. Normalerweise mein Schweiß riecht nicht mehr. Das klingt für normalen Menschen eklig, aber du kannst wochenlang mal nicht duschen, weil der Körper keinen Geruch aussondert in dem Maße, wie das früher üblich war. Bei einem normalen Menschen ist es wirklich eklig, wenn er nicht duscht, finde ich absolut widerlich. Man duscht einfach so oft, wie es nötig ist. Aber du wirst merken, wenn du den Körper immer mehr reinigst, umso sauberer der wird, umso weniger brauchst du diese ganzen Pflegemittel. Es ist alles unnötig. Das ist alles nur Symptombekämpfung, Fassade anmalen, weil von innen raus der ganze Müll nach außen kommt. So läuft es eben.
Ja, dann die Atmung. Das ist auch was, wo Galina Shatalova, die Ärztin, die russische Ärztin, in ihren Forschungen immer wieder beschrieben hat, was viele, ja, Buddhisten, Yogis, wer auch immer beschreiben, was auch die Wissenschaft mittlerweile erzählt, wie wichtig die Atmung ist, und die Atmung, die Atemzüge gehen zurück. Also gerade das, was Galina Shatalova gesagt hat, normalerweise braucht man in der Minute, ein normaler Mensch heutzutage, glaube ich, um die 20 Atemzüge oder so. Also ich möchte jetzt nicht lügen, das ist jetzt einfach nur noch das, was ich im Kopf habe. Schaut selber nochmal nach. Und es geht zurück auf 4 bis 5 Atemzüge die Minute. Du atmest viel effektiver, dein Lungenvolumen wird größer, du massierst mit deiner Atmung deinen Darm, du spürst deinen ganzen Körper, du spürst jede Zelle immer mehr. Und ja, sie hat eben auch, Galina Shatalova, Forschung gemacht und gesehen, umso, ja, umso länger wir, beziehungsweise umso schneller wir atmen, umso schneller ist unser Leben rum. Wir haben sozusagen, ja, eine gewisse Anzahl an Atemzügen. Wenn die verbraucht sind, ist das Leben vorbei. Und umso langsamer du atmest, umso mehr dein Körper wieder einfach locker, leicht funktioniert, ohne Widerstand, umso weniger Atemzüge brauchst du, umso länger lebst du. Genau. Und die Atmung, die Atemzüge habe ich bei mir selber festgestellt. Viel mehr runtergegangen. Viel langsamer die Atmung. Ist nicht mehr so aufgepusht. Übernatürlich gepusht. Genau. Ja, aber das waren so die wichtigsten Dinge. Mit Sicherheit habe ich trotzdem einiges vergessen. Ihr könnt gerne unter das Video schreiben, was ihr für Erfahrungen noch gemacht habt. Ich habe im Grunde von noch keiner chronischen Krankheit gehört, von keiner Krankheit heute gängigen, die nicht damit geheilt wurde. Hab da viele Menschen getroffen, die die Erfahrung wirklich gemacht haben. Die Erfahrung gemacht haben. Nicht auf irgendwas gehört haben, sondern die es ausprobieren wollten. Die Krebs hatten, die sonstige Probleme hatten. Alles Mögliche. Informiert euch da mal. All diese Krankheiten sind unnötig. Ja, sind wirklich unnötig. Wir haben nur so viel in Krankheit investiert. Wir tun jeden Tag 1000 Dinge für unsere Krankheit. Deswegen kann die sich erhalten. Aber wenn du anfängst, die richtigen Dinge zu tun, dann ist Gesundheit für dich ein Normalzustand. Genau. Das war das, was ich loswerden wollte. Wie gesagt, postet einfach mal unter das Video, was ihr noch für Erfahrungen gemacht habt. Das hilft ja bestimmt jedem weiter, die das Video eben geschaut haben, dass ihr euch da einfach noch mehr austauschen könnt. Genau. Und das Schönste fände ich, wenn du es ausprobierst. Wenn du nicht dich zufrieden gibst mit irgendeinem Zeug, was dir jemand erzählt, probier es aus. Ansonsten mach's gut. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ciao.